Samsung Galaxy S20 Plus gegen Samsung Galaxy S9 Plus, viele von euch schwanken zwischen den beiden Smartphones. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Merkmale der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design. In der Kategorie Design ist das Galaxy S20 Plus mit 77 zu 72 Punkten knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 1 Gramm leichter, 0,7 mm dünner, 0,1 mm schmaler und 6,2% geringeres Volumen. Das Galaxy S9 Plus hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: 3,8 mm kürzer. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm ist das Galaxy S20 Plus mit 86 zu 80 Punkten deutlich vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 8,1% höhere Auflösung, 8,1% größere Bildschirmgröße und eine neuere Version von Gorilla Glass. Das Galaxy S9 Plus hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 0,8% höhere Pixeldichte. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das Galaxy S9 Plus knapp mit 89 zu 86 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 128 GB mehr interner Speicher und unterstützt Hardware-Virtualisierung. Das Galaxy S20 Plus hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 7,4% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 3 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 15,3 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite und 8 GB größerer Speicher. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das Galaxy S20 Plus knapp mit 84 zu 79 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 3,7-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 25% mehr Megapixel der Frontkamera. Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, 1-fach größerer Zoombereich und 19 Punkte bessere DxOMark-Mobile-Wertung. Das Galaxy S9 Plus hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 25% bessere Qualität der Videoaufnahme, 16,7% größere Blende bei minimaler Brennweite, schießt 360 Grad Panorama. Es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung und 23% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Bei der Kategorie Audio gewinnt das Galaxy S9 Plus eindeutig mit 83 zu 42 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat einen 3,5 mm Klinkenstecker und hat ein Radio. Das Galaxy S20 Plus kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: ein Mikrofon mehr. Akku. Beim Punkt Akku ist das Galaxy S20 Plus mit 95 zu 71 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 29% mehr Akkuleistung und kann andere Geräte kabellos aufladen, Reverse Wireless Charging. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das Galaxy S9 Plus mit 97 zu 95 Punkten sehr knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, 33% schnellere Uploads, hat eine Pulsuhr, hat einen Infrarotsensor und hat einen Iris-Scanner. Das Galaxy S20 Plus kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 1,7-fach schnellere Downloads, unterstützt 5G, 0.1 aktuellere USB-Version, unterstützt sofortige Markierung und unterstützt Wi-Fi 6. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Samsung Galaxy S9 Plus mit 87 haarscharf vor dem Samsung Galaxy S20 Plus mit 86 Punkten.
Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.